Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, und zwar zum Intercounty Live Subway. Und jo, besser mal da beim Ansehen wieder stehen geblieben. Ja, dann machen wir weiter und dann schauen wir mal. Bin dann beim Grobär. Jo. Mit der Seemaschine geht das schnell. Haribert. Ja, jupp. Wie viel Meter hatten die Seemaschine? Ich glaube, das waren 12. Ah, deswegen geht das so schnell. Denk mal, warum bin ich jetzt schon wieder mit fast meinem ganzen Feld fertig? Das ist doppelt so groß wie der Grober. Ja. Ich glaube aber, für unseren Grober bräuchten wir mal ein besseres Frontgewicht, also schwereres. Mhm. 1600 Kilo sind halt eigentlich schon eine Menge, ne? Ja, aber für so einen großen Gruber glaube ich nicht. Ja, ja. So. Jo. Weiter, dann, wo wir aufgehört haben. Zwei Bahnen noch, dann sind wir, glaube ich, fertig mit dem Feld. Da hat der Heribert sich nicht lumpen lassen, bei der Seemaschine. Dafür müssen wir mit dem Grober 3 Stunden umgrubbeln. Ist mein Lenkrad ein bisschen komisch, das sehe ich so noch rechts. Ah, jetzt muss ich es wieder. So, dann schauen wir. So. So, dann sind wir klemmen. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Seemaschine in die Kommentare. So. So, dann. So, dann noch einmal nachsehen, wo ich nicht ganz aufgefahren bin. Und dann passt das.
Dann werden wir auch mal den Ding schauen, wo der Herr Ludwig ist. Ob er schon fertig mit Gruben ist, oder? No, was ist denn da? Abbauen müssen wir da noch herziehen und dann ist das Feld fertig. Dann müssen wir schauen, ob es gedüngt oder gekalkt werden muss. So. Schau, ob man da drauf kalken kann. Ah, da ist doch drin. Ups. So, dann haben wir das Feld auch gleich gedüngt und angesät.
So, Kredit haben wir auch zurückgezahlt. Ein bisschen was. Und die. Und schauen wir. So. Dann ist das gedüngt. Auch gleich. Und wie weit bist du? Ich bin hab fertig angesät und gleichzeitig gedüngt auch noch. Also, na gut. Bei mir läuft's nicht so schnell. Ja. Bin jetzt bei der fünften Bahn. Also, wie soll ich da jetzt helfen, Kuben? Ja, helfen geht schlecht, ne? Was wäre denn jetzt am schlauesten anzusehen? Warte, ich schau mal. Preistechnisch her oder was anderes? Ja, nee, ich generell würde ich jetzt sagen, jetzt nicht nur preistechnisch. Schweine haben wir gesagt, da brauchen wir nur Mais. Mais wäre sinnvoll, aber wir haben keinen Hexler bzw. einen Drescher. Ah, ach nee. Hallo. Hallo. Guten Tag. Sehr geschätzter. Bester Verkäufer der ja Anton ja. Müller. Na, ich bin auf dem Weg mit einer vollen Lieferung. Mensch, da ist doch direkt mein Kollege, der Herr Kleinert, da, ne? Ach, da freue ich mich aber. Ihr sehr geehrter Praktikant ist da. Ja, was soll denn das jetzt heißen? Ach so, der ist ja neben ihm. Hallo. Herr Kleinert, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich schon auf den Besuch mit Ihnen da oben. Wo kommen Sie denn? Ach du Scheiße, was steht denn jetzt hier? Wie gesagt, ich bin gleich da. Ich muss kurz was sagen. Tschö. Tschüss. Vierte Lieferung gleich anscheinend. Ja, Mais wäre sinnvoll, ne? Aber wir haben, glaube ich, keine Sämaschine für Mais. Wir haben gar nichts für Mais. Dann müssen wir uns das dann ausleihen beim Händler. Na, ausleihen tue ich gar nichts. Ja, deswegen wäre ich jetzt eher nicht dafür. Wäre aber wohl sinnvoll. Einzelkorn. 3 Meter. Wer sieht bitte mit 3 Meter? Naja, wenn kleiner Hof ist alles, ne, dann. Da wären wir ja nie fertig. Einzelkorn Seetechnik. Wie wär's denn mit 4,5 Metern? Bitte nicht. Zum Beispiel mit 6 Metern könnte man ja sogar was anfangen, finde ich. Ja, mit 6 Meter schon, aber mit 3 Meter oder 4,5 ist schon ein bisschen schwer. Das stimmt. Wollen wir uns da welche ausleihen oder eher nicht so? Ja, überlegen wir uns doch noch einmal. Ich warte mal, bis der Kollege da kommt. Ja. Ja, von dem her. So. Schau mal. Da-da-da-di-dam-dam. So, dann schauen wir, der Hof ist sauber dabei. Und jo, dann ist es auch schon wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne zum nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin. Ciao, ciao.